So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS13 Mod-Vorstellung. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich werde euch mal den MAN TGS 18480 Agrar vorstellen. Ich schaue mal kurz, ob ich das jetzt gerade richtig gesagt habe. 18480, genau, richtig gemerkt. Das ist eigentlich eine Sattelzugmaschine, so wie ihr gerade seht. Aber das ist eine Sattelzugmaschine, die ein bisschen umfunktioniert wurde. Ihr seht vorne diese Gelenke dran, wo man halt einen Grubber oder eine Düngespritze oder sowas anhängen kann. So, dann schauen wir mal. Der hat auch normalerweise, ja genau, ihr seht's, der hat auch normale Anhängerkupplung, alles dran. Also da bin ich sehr positiv überrascht von dem Fahrzeug. Steigen wir mal ein. Ja. Sound hört sich ordentlich an. Ja, okay. Warnblinker funktionieren. Dann funktionieren die Blinker A. Ah, okay. Man kann die Sattelplatte aus ein- und ausblenden. Ihr seht es gerade. Was kann man denn noch? Ah, okay. Ich scroll mal rein, damit ihr das besser erkennt. Da, das Kugelgelenk kann man ein- und ausblenden. Vorne weg? Na. Aha. Die komplette Gerätschaft kann man ein- und ausblenden. Okay. Ah. Aha, okay. Vorne kann man es auch machen. Ihr seht's. Aha. Okay. Rundumleuchten? Funktionieren. Jo, Disco-Licht. Yeah. Egal, schaut aber gut aus. Was haben wir denn noch? Arbeitslicht vorne, hinten. Also, ja, Arbeitslicht vorne hinten geht nicht. Taste. Ah, Allrad an. Allrad aus. Okay. Allrad kann man ein- und ausstellen. Reifenwechsel Z1. Das ist Taste R. Ah, okay. Schaut doch mal besser aus mit den Reifen für den Acker, oder? Als die. Die sind für die Straße, die für den Acker, würde ich sagen. Okay. Sattelplatte an, aus, zack, zack. Kugelkopf, Zugmaul, Numpad 5. Das ist ja nicht das Zugmaul. Ach doch! Das ist die ganz normale Anhängerkupplung. Da unten. Gut, dann lassen wir mal alles an. Schaut besser aus, oder Leute? So, machen wir mal Licht an. Okay. Okay, schaut schon mal gut aus. Gehen wir mal rein. Schauen wir mal an. Ja, also Interieur schaut gut aus. Schön großes Autoradio drinne. Was eigentlich für uns jetzt interessant ist. Sind da wenigstens animierte? Nein, sind leider nicht animiert. Hätte ja sein können. So, dann schauen wir mal ein bisschen um. Ein V6 ist es. Seht ihr da hinten am Armaturenbrett. Zwei Betten hat er drin. Also der ist für längere Touren auch gerüstet. Hier sieht man, die Spiegel sind zumindest halbwegs animiert, auch wenn es jetzt nicht ganz stimmt mit der Rasenfläche da, aber na gut. Ne? So, Leute. Oh, aussteigen wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Dann werden wir mal zum Hof fahren. Na? Ah, jetzt kommt eine Gänge. So, dann schauen wir mal zum Hof hinter. Wir werden mal schauen, was wir da alles Schönes anhängen können, ne? Aber normalerweise bräuchte man gar nicht hin, wenn man weiß, wenn man die Dinger dran hat. Oh, dass man da ordentlich was anhängen kann. Aber wie gesagt, das ist auch wieder ein sehr guter LKW, muss ich sagen. Weil man da halt, ne, den als Traktor benutzen kann. Beziehungsweise halt auch als Transportfahrzeug. Also vom Sound her, naja. So, dann fangen wir hier mal gleich an. Probieren wir einfach so mal aus Jux. Junge, ein bisschen zu weit vorgerollt. Ich sehe nichts. Was haben wir denn da? Ah, ja, probieren wir mal gleich den Güllewagen anzuhängen.
Einfach so mal aus Jux. Also, es geht. Ihr seht auch dieses gelbe Gelenk, damit der Güllewagen funktioniert, ist auch da, wird auch animiert. So, okay, das funktioniert. Schauen wir mal mit einem normalen Anhänger. Wow, 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 wow. Okay, jetzt habe ich gerade mal einen Fehler gemacht, weil ich nach hinten geschaut habe und vorwärts gefahren bin. Egal, lassen wir liegen. Ist jetzt uninteressant. Jetzt probieren wir den Anhänger nochmal aus. Und dann sehe ich da vorne gerade was. Das muss ich dann auch einmal ausprobieren, weil es schaut aus, ob da vorne auch zumindest so ein Teil mit Bolzen hat, wo man einen Anhänger einhängen kann. Das wäre natürlich wieder genial. Okay. Oh, oh, oh. Zu weit gerollt, zu weit gerollt. Passiert. Okay. Oha. Der hängt natürlich ganz schön auf 8:30. Oh, jetzt drehen wir mal um. Also, ich sage gleich, das wird ein kürzeres Video werden, weil so viel kann man ja zu dem LKW nicht sagen. Ich werde gleich nochmal versuchen, grober oder sowas vorne und hinten anzuhängen. Damit ihr auch seht, dass alles funktioniert. Die Sattelplatte, ja gut, Sattelauflieger kann man ja auch nochmal ausprobieren, ob da ein Auflieger raufpasst. Oh Gott. Also hier geht's nicht. Okay. Also, hat er denn sowas nur überhaupt oder habe ich mich da einfach nur verschaut? Ne, der hat sowas. Okay, dann geht es bei dieser Anhänger nicht, aber bei die normalen müsste es gehen. Haben wir denn hier einen normalen rumzustehen? Na super, hier haben wir natürlich nur solche Anhänger. Ah, da. Nehmen wir den Ballentransportwagen. Wow, 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 wow. Lecky Tag. Ja, braucht man nicht. Diese Information brauchen wir leider nicht mehr. Oder zum Glück nicht mehr, sagen wir mal so. Ach nee. Nehmen wir da hinten den roten. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Da steht auch nichts daneben. Boah, ein Gelecke gerade, Leute. Also das bitte ich bitte zu entschuldigen. Ah. Hui. Zurück. Der will nicht. Ach, da hinten steht noch der Multicar rum. Ah, ja. Und probieren wir es mal damit. Einfach so. Egal, ob die jetzt durch Gink ballern oder nicht. Geht irgendwie nicht. Okay. Normalerweise sollte es funktionieren. Aber leider geht es doch nicht, Leute. Oben die Kurve. Dann haben wir ja schon grober zu stehen. Oder. Ach nee. Ein Heuwender. Ein Heuwender. Der ist wieder mit normaler Kupplung. Probieren wir es mal gleich hier mit Düngespritz. Also normalerweise, ja genau, ihr seht, das funktioniert. Ja. Also da brauche ich dann hinten auch gar nicht erst probieren, das wisst ihr dann ja, dass es funktioniert. So, dann schauen wir mal nochmal nach einem Auflieger. Nächste Gerät runtergeschoben. Weil es gerade so ein bisschen Leggy Tang macht. Mir leid, Leute.
kann ich leider nichts dran ändern gerade. So, steigen wir mal aus. Nehmen wir mal kurz den Traktor, fahren mal hinter, hängen die Deichsel aus. Weil es gibt natürlich auch eine Deichsel. Das wisst ihr. Und die brauchen wir ja jetzt nicht, weil das ja ein Sattelauflieger ist. Wir probieren, ob die Sattelauflieger-Funktion funktioniert, ne? Ah, Gerät wechseln, abkoppeln. Gut. Dann fahren wir mal vor. Mit dem Truck. So Leute, probieren wir das noch. Na, komm. Na, bestimmt, da ich Allrad aktiviert habe. Das Gute ist, man muss ja nicht unbedingt gerade drunter fahren. Also ihr seht, ihr könnt ruhig... Ah, okay, es funktioniert. Schon habt ihr einen. Selbst mit dem Zeug hat er noch genug Platz. Das ist gut. Also ihr seht, es funktioniert. Jetzt fängt es wieder an zu lecken. Jetzt wieder 70 fährt. Oh, fahren wir hier um die Ecke. Oh, 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 oh. Glück gehabt. Also, ihr seht, es funktioniert. So Leute, mit diesem schönen Bild werde ich mich dann verabschieden für diese Folge. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios!